Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe mit mir, dem DevDex. Ja, heute gibt es mal ein Pack-Opening von mir, und zwar bei FIFA 16. Letzten Monat habe ich das Pack-Opening gemacht, beziehungsweise in diesem Monat war das. Ist auf alle Fälle auch völlig Wuppe. Und ja, wollte euch halt mal zeigen, was ich da so Schönes gezogen habe. Da sind so die ein oder anderen netten Sachen drunter. Aber ich will jetzt nicht über das Pack-Opening selber reden, sondern einfach erstmal meinen Stand wieder sagen, wie es ist, wie es jetzt in Zukunft mit mir aussehen wird und was alles so geplant sein wird. Auf alle Fälle bin ich demnächst wieder für euch da. Am 14. Januar 2016 habe ich mein Fachgespräch und danach habe ich die Ausbildung als Industriemechaniker bestanden. Das heißt, für uns, mich gibt es wieder fast täglich auf Twitch zu sehen. Ich werde mir in Zukunft dann auch auf alle Fälle einen Streamplan erstellen, wo ihr dann halt immer seht, zu welchen festen Zeiten ich streamen werde. Und auf YouTube wird es dann halt auch wieder ein bisschen aktiver, werde ich da. Und ich kann sagen, zu meinen Streams, auf alle Fälle wird wieder, wie gesagt, wieder mal von der Xbox gestreamt, mal über den PC streame ich dann halt auch mal. Jetzt die Konsolen meine ich halt über PC, jetzt nicht, dass ich vom PC her jetzt irgendwas darauf zocke und das streamen werde, das denke ich eher noch nicht. Wie gesagt, ich habe ja nicht den Schreibtisch, ich habe ja, wie gesagt, diese Fernsehboards, wie ihr ja gesehen habt, in der Roomtour. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, checkt die einmal bitte ab. Ja, wie gesagt, wenn ich dann meine eigene Bude und sowas alles habe in Zukunft, dann wird auch wieder ein Zockerschreibtisch und dann wird es auch vielleicht vom PC aus mal was werden mit dem Zocken. Und ja, wie gesagt, dann werden es halt wieder regelmäßig Streams geben. Wie gesagt, dann mal von der Xbox aus gestreamt, mal von der PS4 aus, mal über den PC, dann 360 und so. All das ganze Gedönse dürftet ihr eigentlich kennen. Und ja, und so auf YouTube werde ich halt auch eventuell eine andere Richtung einschlagen, was so, sag ich mal, den Videos angeht. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich will gucken, mal eine ganz neue Schiene fahren, aber lasst euch da einfach mal überraschen, was da kommen wird. Ich bin auch immer am Überlegen, auch jetzt mal so ein paar Giveaways zu machen. Jetzt zwar nicht im Sinne auf YouTube, sondern in meinen Streams, ist alles in der Mache. Ja, wie gesagt, nach der Ausbildung ist, sag ich mal, das große Geld in Anführungszeichen da. Und dann werde ich mir natürlich erstmal ein paar Sachen für den PC gönnen. Da will ich mir auf alle Fälle eine Kamera besorgen. Eine richtig coole, damit ich dann auch mal halt so ein paar Videologs machen kann. Oder ich dann halt vor meinen Videos, sag ich mal, halt eine kleine Einmoderation machen werde. Wie ihr das halt auch von dem Gamescom-Video kennt und wie von einer Roomtour, wie ihr das da kennt. Da habe ich auch am Anfang und am Ende halt, sag ich mal, so ein Intro und ein Outro gemacht. Das fand ich halt eigentlich recht geil, muss ich sagen. Hat mir auch Bock gemacht und ich habe auch gemerkt, dass der ein oder andere das, sag ich mal, so insgeheim gefeiert hat. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich fand es halt cool. Und mir hat es auch riesig Bock gemacht, so, weißt du, so vor der Kamera, klar, das erste Mal vor der Kamera, man ist immer ein bisschen steif, guckt man jetzt richtig oder wie ist das Ganze? Wie gesagt, das dürftet ihr eigentlich auch mal alle so kennen irgendwoher. Und das ist ganz klar einfach. Das sind aber Sachen, sag ich mal, die mit der Zeit auch, sag ich mal, wie soll ich sagen, ich finde jetzt gerade das Wort nicht dafür, aber die nach der Zeit auch einfach mal verschwinden werden. Ist genauso wie, wenn ich mal so überlege, mein erstes Commentary gemacht habe, wie ich da geredet habe, so gar mit Stock im Arsch und auf Deutsch gesagt echt mit Stock im Arsch, Leute. So ganz komisch geredet und keine Ahnung, so überlegt, keine Umgangssprache zu verwenden und heute sitze ich hier einfach vor, habe mein Mikro vor mir, weißt du, guck mir mein Video gerade an, gerade das Back-Opening, was ihr auch sehen werdet, gucke ich mir gerade an, damit ich auch weiß, wann Ende ist und ich rassel das hier einfach runter. Und ist schon unglaublich.
wie gesagt, in Zukunft werdet ihr auf alle Fälle richtig viel Spaß mit mir haben. No homo natürlich. Ich werde auch richtig Bock drauf haben. Ich habe auch richtig Bock, weil dann ist die Ausbildung weg. Dann hat man nicht, ist man nicht mehr mit den Gedanken da, schafft man das alles und so. Kennt er selber, ich sag mal so, diesen schulischen Druck so. Kennt bestimmt der ein oder andere. Dann sag ich mal, ist man ganz frei davon. Man geht einfach nur arbeiten, man kommt nach Hause. Und dann kann man einfach abschalten, sag ich mal. Klar wird man, sag ich mal, im Berufsleben dann auch nochmal hier die ein oder anderen Seminare haben zu neuen Sachen, weil ausgelernt hat man im Leben nie, man lernt immer im Leben dazu. Und ja, aber ihr wisst halt, was ich meine. Dann kann ich mich halt hier mehr, sag ich mal, auf die ganze YouTube- und Twitch-Sache konzentrieren. Wie gesagt, dann wird auch angepeilt, dass ich Twitch-Partner, will ich dann anpeilen, dass ich Twitch-Partner werde und sowas. Wie gesagt, dass wir dann subscriben können, wenn ihr da Bock habt und wie gesagt, dann können wir da lustige, keine Ahnung, Subscriber zocken und keine Ahnung, was, lasst euch einfach überraschen. Wie gesagt, soweit will ich noch gar nicht denken, weil soweit sind wir noch gar nicht, das ist erstmal Zukunftsmusik. Aber das sind so Ziele, die ich mir halt gesetzt habe und die ich auch dann strukturiert durchziehen will und auch das wirklich meinen Arsch, sag ich mal, bis dahin bewegen werde und mir den Arsch aufreißen werde, damit das klappt. Und klar gibt es dann auch immer die ein oder anderen Hater, aber ganz ehrlich, die Hater sind die geilsten, weil die, von denen lebt man. Die machen dich eigentlich berühmt, die ganzen Hater. Deswegen, wenn ihr Bock habt zu haten, Leute, die das Video sehen und die denken so, Deftex, was ist das für einer? Immer her damit, Leute. Schickt mir die Hater rüber, dann läuft das. Könnt ihr mir auch im Stream rüber schicken, läuft einfach nur. Wie gesagt, Baller macht da Werbung für mich. Naja, aber egal. Nichtsdestotrotz. Ich habe mir auch neue Spiele bestellt heute, die kommen, die müssten am Mittwoch ankommen. Na gut, man kommt noch, wann man immer das Video seht. Ich sag mal, heute ist der 30., wo ich das Video aufgenommen habe. Morgen ist der 1., Dienstag ist der 1., also Mittwoch ist der 2., ist Mittwoch, der 2.12. Und ich bin auch echt am Überlegen, weil am Mittwoch ist halt der 2., da habe ich auch meine schriftliche Prüfung. Wenn ich die abgelegt habe, habe ich eigentlich schon so überlegt, da muss ich noch ein bisschen den betrieblichen Auftrag noch ein bisschen fertig schreiben. Wenn ich den dann komplett fertig habe, habe ich eigentlich schon überlegt, so bis zum Fachgespräch dauert das ja noch, ne? Ist ja der 14. Januar und dann habe ich schon auf meiner Facebook-Seite zwar gesagt, dass ich ab Mitte Januar dann aktiv da sein werde für euch. Aber ich habe schon überlegt, ich kann das doch eigentlich auch noch im Schriftlichen schon machen. So, dass ich zwar noch nicht so, sag ich mal, täglich für euch hundertprozentig da bin, aber dass ich halt mal wieder anfange, ein bisschen regelmäßiger zu streamen. So, dass ihr auch mal seht, dass ich noch da am Start bin. Und ja, da wird sich auf alle Fälle noch vieles tun. Equipment-mäßig, so Mikrofon, das habe ich immer noch das gute Rode, das läuft auf alle Fälle. Vielleicht mal ein anderes Mischpult. Ein neues Gaming-Headset vielleicht auch, was ich dann auch am PC nutzen kann. Was ich dann eventuell auch mal bei den Streams über den PC benutzen kann. Weil ich nicht immer Bock habe, das Mic zu benutzen. Beziehungsweise, weiß ich nicht, finde ich einfach gemütlicher auf dem Kopf. Aber muss dann auch schon eine gute Sprachqualität haben, weil ich finde, das zackt, wenn das so eine scheiß Sprachqualität hat. Ich habe hier noch so ein anderes Headset. Das nehme ich halt immer zum Mucke hören am Handy. Das kann ich aber auch zum Telen bei Skype und so am PC benutzen. Aber da hört sich meine Stimme so ganz komisch an, so voll blecherig und ach, keine Ahnung, voll die Scheiße. Will ich euch einfach ersparen. Wie gesagt, ihr hättet da auch keinen Bock drauf. Ich würde euch denken, was ist das denn für ein Hartz-IV-Mike-Dings? Mach mal die Scheiße aus, da würdet ihr wieder denken. Und das will ich mir einfach ersparen und ich will euch das ersparen. Weil Ohrenkrebs wollen wir alle nicht haben, ich weiß es doch. Und deswegen gibt es das nicht. wie gesagt, der Pack-Opening, da haben wir noch 6 Minuten, glaube ich, auf der Uhr. 6 Minuten muss ich noch vollkriegen bei dem Video. Jetzt will ich überlegen, ich will nicht einfach irgendwas runterrasseln, was da, sag ich mal, so nicht produktiv ist. Worüber könnten wir denn noch reden? Ach ja, neue Real-Life-Stories wird es auch auf alle Fälle geben. Ich weiß, ihr liebt die Dinger. Der eine oder andere sagt sich wieder, das hat er doch schon ein paar Mal gesagt, dass er neue Real-Life-Stories geben wird, aber kam keine. Gab doch letztens hier die mit dem Roten Haus, ne? Ja, nee, genau, die mit dem Lost Place. Lost Places oder Lost Place, wie die Real Life Story hieß oder heißt. Ist so online, Dings. Könnt ihr euch reinziehen, wenn ihr noch nicht geguckt habt. Da werden auf alle Fälle auch noch neue spannende Folgen. Und wie gesagt, lasst euch da einfach mal überraschen.
ich bin selbst, sag ich mal, so, ich lasse mich selbst überraschen, wie sich das Ganze hier auf YouTube entwickeln wird, wie sich die Leute, sag ich mal, meine Videos reinziehen, ob die feiern, die Resonanz gut ist, weiß der Henker was. Wie gesagt, ihr könnt ja fleißig teilen, könnt alles machen, was ihr wollt mit den Videos. Von mir aus könnt ihr euch die auch in Foren posten und da auch scheiße drüber reden und sagen, hör mal, das Video ist voll scheiße, zieht euch das rein oder so. Dann macht das einfach, ist mir Brause, weil letzten Endes die Hater, von denen lebt man dann nun mal am Ende. Ja. Und ich bin dann auch im Überlegen, ich will dann auch hier Black Ops 3, ist jetzt nicht so mein COD, wo ich sage, ja, hau ich jetzt hier die übelsten Zerficker-Gameplays raus, aber das Spiel macht mir dennoch Bock. Und ich finde, sag mal so, man muss nicht immer, sag ich mal, der übelste Ficker sein in dem Game und da einfach mal alle zerreißen. So, klar gibt es die einen oder anderen, die da die KD gehen, die sagen, hey, da muss er aber gut sein und so, aber man muss einfach Spaß haben, mir macht das Game Bock und ich sammle da halt hier diese Krypto-Punkte, damit ich dann hier diese Kisten öffnen kann. Und da will ich dann auch mal im Stream halt genug Punkte sammeln, dass ich dann einfach mal so ein Pack-Opening dann zwischendurch immer mache. Das ist ja mal Sache, alle halbe Stunde öffnen wir mal wieder 5 Pakete. Oder alle Stunde oder alle 2 Stunden. Und das will ich auch streamen auf alle Fälle, das Game. Also zwischendurch mal. Fallout 4, wie gesagt, habe ich noch nicht durchgezockt. Will ich auch, sag ich mal, noch nicht wirklich tun. Ich will es auch nicht weiterspielen. Ich will es halt zocken, wenn dann auch gleichzeitig gestreamt wird. Wie gesagt, ich habe mir heute noch Rise of Tomb Raider bestellt. Just Cause 3 und Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Die drei Games sind dieses Jahr auf alle Fälle noch fällig. Ich weiß nicht, wie sich das mit dem Game Preview, da gibt es ja dieses ARK Survival Evolved oder wie das heißt, was ja für PC schon ein bisschen länger draußen ist, soll ja auch für die Xbox One rauskommen, noch dieses Jahr. Das werde ich mir dann vielleicht auch gönnen, das wird dann auch gestreamt. The Park soll auch nächstes Jahr kommen, ist ja jetzt gerade zur Zeit in Early Access Phase. Bei Steam, soweit ich weiß, am PC, soll dann auch auf der Xbox One ab 2016 so Mitte losgehen, da bin ich echt mal gespannt. DayZ soll dann auch nächstes Jahr auch für die Xbox One kommen, wenn man halt immer so glauben darf, was da immer alles so im Internet steht. Das wird dann auch fleißig gezockt. Und ja, dann halt, wie gesagt, dann die ganzen neuen Games, die dann nächstes Jahr folgen werden, wie Dead Island 2. Und was es da noch alles Schönes geben wird. Ich würde einfach mal sagen, das soll es jetzt erstmal so von der groben Richtung von was YouTube, Twitch angeht gewesen sein. Jetzt die restlichen Minuten unterhalte ich mich einfach so mit euch noch ein bisschen. Und ja, will einfach mal sagen, so wie meine Resonanz bis jetzt eigentlich, wie ich mich persönlich so finde auf YouTube oder auf Twitch. Ich sage mal so, ich mache das jetzt ja schon. YouTube mache ich schon seit 2012, aber immer eher, sag ich mal, nicht so aktiv, sondern immer eher so schleppend. Ich habe den Account zwar 2012 aktiviert, aber ich meine 2013 oder 14 rum bin ich da aktiv geworden. Ich bin mir da jetzt aber auch nicht so sicher. Da habe ich jetzt gerade auch eine Spielaufzeichnung gekriegt für den Reus, den ich da gezogen hatte. Sehr nice auf alle Fälle. Und ja, wie gesagt, so meine Resonanz bis jetzt ist eigentlich so, Twitch läuft das auf alle Fälle, hab fast 20.000 Follower, laber ich da, fast 12.000 Follower, läuft auf alle Fälle, sind doch halt auch viele Follower-Leichen drunter. YouTube, ja, läuft auch, wenn ich mir die ganzen Video-Views anschaue, läuft eigentlich auch so ein bisschen, so, nur mit den Abonnentenzahlen läuft das nicht so, aber naja, ich denke mal, das wird alles. Ist jetzt nicht, was das zwingend erforderlich ist für, sag ich mal jetzt, was ich mir jetzt sage, oder muss unbedingt sein, solange das eigentlich alles andere läuft und ich Spaß dran habe, das ist die Hauptsache. Aber ich muss echt sagen, so, mir macht das Bock, ich sehe auch, es wird auch gefeiert hier und da mal, es ist jetzt nicht so, dass das so ein krasser Hype da ist, soll auch nicht oder muss auch nicht sein, so bestehe ich nicht unbedingt drauf, dass da jetzt ein krasser Hype ist und dass die Leute sagen müssen, boah, ja, schau dir mal DevDex an und so, richtig cool und so, muss nicht unbedingt sein, wie gesagt, wenn der Hype da wäre, natürlich, dann wäre er da, dann würde ich genießen, aber solange er nicht da ist, kann man nicht genießen und ist auch nicht unbedingt ein Muss. Es heißt jetzt nicht so, dass jetzt meine Qualität der Videos dadurch irgendwie beschissener ist
oder nachlässt, die wird nach wie vor immer noch bleiben, nur die kann sich nur verbessern, sag ich mal, mit dem Laufe der Zeit. Und wie gesagt, ich bin mal gespannt drauf. Ihr seid bestimmt auch gespannt drauf. Da haben wir Bart vom Bayern gezogen. Trikot habe ich, glaube ich, auch direkt verkauft. Sorry, Leute, ich musste gehen. Oh ja, Video um 8:30. Stelle ich hier da das Video? Naja. Wie gesagt, jetzt gleich das Video auch schon zu Ende. Und ich würde einfach mal sagen, es läuft jetzt noch 1-2 Minuten dann ohne mein Gerede dabei. Das schafft er auch, weil viel zu sehen gibt es jetzt beim Opening nicht mehr. Denke ich mal, weil so sicher bin ich mir da jetzt nicht. Ich würde einfach mal sagen, Tschüssikowski, meine Lieben, das soll schon wieder gewesen sein für heute. Und wie gesagt, auf laufenden Seite, wie gesagt, immer auf Facebook, auf meiner Facebook-Seite, die müsste halt unter jedem Video, glaube ich, immer verlinkt sein, müsste einfach mal gucken in der Information. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm und ich wünsche euch, sage ich mal, einen schönen Tag, genießen und ich sag einfach mal bis denne. Tschüssikowski, meine Lieben, haut da rein.